Something about the way you move makes me wanna feel your groove. Something about the way you dress me. Hey und willkommen zu einem neuen Vlog. Ich sehe irgendwie noch total ramponiert aus, keine Ahnung wieso. Aber wenigstens habe ich keine Augenringe. Passend zum Valentinstag sehe ich dann auch mal nicht aus wie eine Leiche. Aber ein bisschen ramponiert sehe ich auf jeden Fall aus. Heute ist auf jeden Fall auch Haarwaschtag. Ich versuche das im Moment wieder so ein bisschen rauszuzögern. Ich hatte das auch voll gut im Griff jetzt eine Zeit lang, dass ich nur alle paar Tage waschen musste, weil das ist für die Haare halt auch viel besser, wenn man die halt nicht jeden Tag oder alle zwei Tage waschen muss. Und jetzt versuche ich das wieder so ein bisschen rauszuzögern und dann ein paar Tage irgendwie zu überbrücken. Das heißt, wenn so kritisch wird, dann mit Trockenshampoo und so. Schreibt mir sehr, sehr gerne mal eure Tipps in die Kommentare, wie das vielleicht bei euch war, falls ihr auch die Haare nur einmal die Woche oder zweimal die Woche wascht. Wie ihr das geschafft habt, dass das auch dann nicht irgendwie zwischendrin katastrophal aussieht. Ich bin alleine zu Hause, Jakob ist auf der Arbeit, der kommt doch erst heute Abend wieder. Ich habe das Gefühl, ich habe gerade erst aufgeräumt, aber irgendwie ist in dieser Wohnung eine Bombe eingeschlagen, gefühlt. Das Einzige, worüber ich sehr froh bin, ist, dass meine Wäsche weg ist. Ich habe 4 Maschinen Wäsche jetzt die Tage gewaschen und heute Morgen auch noch eine. Hier steht auch schon wieder ein Korb, der unten aus dem Trockner kommt. Den muss ich auch gleich wegräumen. Hinten hängt noch Wäsche. Hier ist alles voll. Der ganze Tisch steht voll hier. Und der Rest der Wohnung sieht auch nicht besser aus. Deswegen wollte ich heute noch mal so ein bisschen Clean With Me aufräumen, Vlogging-Action machen. Wollen wir mal anfangen. Vor allem muss ich auch hier im Wohnzimmer aufräumen, weil ich gleich noch ein Video drehen möchte. Und das kann ich natürlich nicht, wenn hier alles Mögliche an Gedöns rumliegt. Ich hatte so ein bisschen von dem Depot-Hall weggeräumt, aber ja, der halbe Tisch, der liegt noch voll, weil ich noch nicht wusste, wo ich den Kram hinräumen soll. Und Schlafzimmer, ja gut, Schlafzimmer ist eigentlich nicht so krass. Hier liegt halt nur ein Kabel, Schuhe, Bett ist nicht gemacht, das muss ich machen. Da liegen noch 2, 3 Kleidungsstücke, die in die Wäsche müssen. Nicht ganz die Wahrheit. Da sind schon wieder 2 Teile drin, weil ich mich eben umgezogen habe, wo mein Schlafanzug jetzt in der Wäsche ist. Aber sonst ist zum Glück alles geleert. Da ist halt noch 2 Teppiche und eine Decke drin. Das ist halt nicht so wichtig. Deswegen sieht der auch immer so voll aus. Weil wenn da 2 Teppiche und eine Decke drin liegen, ist der Korb schon fast voll. Deswegen den eigentlich gar nicht beachten. Aber Handtücher habe ich weg, schwarze Wäsche, Unterwäsche, alles mögliche habe ich weg. Ich kümmere mich erstmal um das andere. Aber nee, hier ist gar nicht so viel. Jakob hat heute Morgen schon gespült. Das ist frisches Gedöns. Das räume ich dann nur noch weg. Okay, genug gelabert. Ich fange jetzt an und euch wünsche ich ganz viel Spaß bei diesem Vlog. 5 AM and we are in trouble. But we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. No, they don't pick us up, instead they knock us down, and that's the way it goes until we're in the ground. I don't wanna do this anymore. No, I just wanna say hello. Ich habe mir jetzt mal den Chopper aus der Küche genommen. Den nehmen wir nämlich nächstes Wochenende mit zu Jakobs Eltern, da wir da ja Karneval feiern werden. Und da die ganzen Sachen, die jetzt für Karneval die ganze Zeit rumliegen, werde ich mir die jetzt einfach schon mal schnappen und in den Chopper packen. So lange brauche ich den nämlich jetzt nicht mehr. Und dann kann ich die schon mal da reinräumen. Ich habe hier zum Beispiel so eine Special Agent Polizeimarke. Haben wir alles bei Deiters gekauft. Die ist für Jakob. Genauso wie diese schwarze Sonnenbrille. Hier steht drauf, das ist eine James Dean Brille. Und ich habe mir hier diesen Mickey Mouse Haarreifen gekauft.
Das werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Dann packe ich das Konfetti da auch schon rein. Und einmal die Tablettenbox, die ich gekauft habe für Jakobs Tante. Weil ich weiß nämlich jetzt nicht, wo ich das hinräumen soll. Und es wäre ja Quatsch, dafür jetzt einfach einen Platz zu suchen und irgendwo was wegzuräumen oder sonstiges. Dann packe ich das einfach schon hier rein, weil ich weiß, dass ich die Tasche so lange nicht brauche. Und ja, dann ist es wenigstens schon mal verstaut. Ich werde auch die Tage jetzt dann mal in den Keller gehen und dort mein Kostüm rausholen. Wie man an dem Haarreifen vielleicht erkannt hat, gehe ich als Mickey Maus. Beziehungsweise Mini, nicht Mickey, sondern Mini Maus. Und Jakob geht als ja, Special Agent, ja, Polizist ist es ja nicht. So Geheimagent irgendwie zusammen mit seinem Bruder. Die ziehen einen Anzug an, weißes Hemd, Anzugsschuhe und dann halt diese Brille und diese Marke. Leider muss Jakob Samstag, also Karneval Samstag, arbeiten. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Das bedeutet, wir fahren erst Samstagabend. Wir haben natürlich Glück, dass das, wofür wir eigentlich hinfahren, erst sonntags ist. Und zum Glück hat er Montag komplett frei, weil Montag sind ja auch die Geschäfte zu. Und da hat Jakobs Arbeit auch zu. Wo ich hier gerade stehe und wo ich das Thema gerade gesagt habe, ganz, ganz viele fragen immer, was arbeitet Jakob denn? Studiert er noch? Was macht er denn? Also wir hatten ja vor ein paar Monaten erzählt, dass Jakob jetzt arbeiten geht. Er studiert weiterhin. Also er ist ganz normal immer noch Student und er macht sein Studium auch zu Ende. Da ist jetzt nichts, was im Weg steht, warum er das nicht tun sollte. Und vorher haben wir immer gesagt, nee, er muss nicht arbeiten gehen. Wir haben es nie für nötig gehalten und er wollte sich vollkommen aufs Studium konzentrieren, was natürlich auch vollkommen legitim ist. Das kann ja jeder für sich selbst entscheiden, wie er das möchte, wenn er Student ist. Und vor ein paar Monaten hatte er sich dann dazu entschieden, neben dem Studium jetzt doch arbeiten zu gehen. Einfach, weil er das wollte. Wir hatten darüber einfach gesprochen, beziehungsweise er hatte mir das erzählt, dass er Lust dazu hat. Ja, dann hat er sich auf die Suche begeben und ist dann halt fündig geworden. Wir haben es halt erzählt, weil es natürlich auch komisch wäre, wenn Jakob die ganze Zeit weg wäre oder öfter weg wäre und nachher irgendwie sich vielleicht jemand was denkt. Deswegen haben wir direkt gesagt, Jakob hat jetzt neben dem Studium einen Job. Wir haben aber von vornherein entschieden, dass wir nicht sagen, wo er arbeitet, was er macht, weil das einfach ein Stück weit Privatsphäre ist, dass wir uns behalten wollen. Vor allen Dingen möchte Jakob auch nicht, dass nachher vielleicht dann durch Zufall mal jemand da vorbeikommt oder vorbeifährt oder ja extra dahin geht oder so und dann sagt so, hallo Jakob und keine Ahnung was. Ich will jetzt nicht sagen, dass mir das passieren würde oder uns das passieren würde, weil wir, was weiß ich, wie populär im Internet sind. Aber es gibt natürlich immer komische Menschen, die das machen würden und deswegen wollen wir das einfach nicht. Und ich denke auch, dass der Großteil das verstehen kann, dass wir das privat halten und dass wir jetzt nicht einfach sagen, was Jakob macht oder wo er was macht. Er ist Student, er arbeitet neben dem Studium. Das ist eigentlich genug, was man wissen sollte oder was man wissen muss. Das wollte ich jetzt einfach nur kurz ansprechen, weil da immer ganz, ganz viele noch fragen. Die paar Sachen, die jetzt hier noch liegen, die sind für den Keller. Deswegen kann ich die jetzt nicht wegräumen. Ich werde nämlich nicht alleine in den Keller gehen. Ich hasse das. Ich kann das nicht. Da kriege ich die Panik des Todes. Boah, nee, da kriege ich zu viel. Das ist genauso wie im Dunkeln alleine rausgehen. Boah, niemals würde man mich im Dunkeln alleine draußen sehen. Um Gottes Willen. Ne. Deswegen werde ich jetzt mal ganz kurz was trinken. Und ja, dann muss ich mal gucken, mache ich dann im Schlafzimmer weiter? Ich glaube im Schlafzimmer. Fertig und ich habe mir jetzt erstmal was zu essen gemacht und zwar das Essen von gestern. Wir hatten ja gestern Spaghetti mit Schinken-Sahnesoße
Und wir haben davon noch so viel übrig, auch von den letzten Tagen, dass wir heute, denke ich mal, nicht kochen werden. Und erstmal die Sachen, die wir noch haben, aufbrauchen. Und heute hätten wir eigentlich Fisch gemacht. Aber der ist sowieso eingefroren, die Rösti sind eingefroren. Das heißt, wir können das ganz entspannt auch nächste Woche machen. Ich werde mir jetzt, denke ich mal, ein bisschen Netflix oder sowas anmachen. Und ich wollte mir eigentlich was zu trinken holen. Jetzt habe ich das auch schon wieder vergessen. Da kommt dann plötzlich ganz laute PlayStation-Musik. Okay. Auf jeden Fall werde ich jetzt dann erstmal essen. Und danach werde ich mich dann an die Wäsche geben. Denn nebenan ist auf jeden Fall noch Wäsche auf der Leine, die abgehangen werden muss. Und ich habe noch Wäsche, die wieder aufgehangen werden muss. Es muss noch ein bisschen was weggeräumt werden. Und ja, das würde ich sagen, nehmen wir dann nach meinem Mittagessen in Angriff. Vor allen Dingen habe ich heute auch noch nicht gefrühstückt. Wir haben, wie viel haben wir denn? Haben wir ernsthaft schon fast 3:30? Okay, wir haben schon fast 3:30. Ich habe noch nichts gegessen heute. Und ja, dann gönne ich mir das jetzt erstmal und danach machen wir weiter. Wäsche ist aufgehangen. Ich bin dann somit mit dem Haushalt für heute fertig. Ich habe jetzt hinten noch ein bisschen Wäsche liegen, aber das ist alles von Jakob. Und auch mit dem Hocker komme ich leider nicht so gut an seine Kleiderstange dran. Und da ich da nichts runterreißen möchte, lasse ich das lieber und deswegen räumt er das dann selber weg. Ich lege das einfach hinten immer auf die Kommode und dann kann er sich das nehmen und aufhängen. Hier muss ich jetzt auch noch den Teppich gerade machen. Hier habe ich nämlich eben noch Unterwäsche zusammengelegt. Die Fenster mache ich zu. Somit habe ich dann heute alle drei Räume, die ich wollte, geschafft und habe alles wieder an seinen Ort gebracht und alles wieder aufgeräumt. Mein Teller, der da steht, werde ich jetzt gleich noch wegräumen, damit ich das nicht wieder morgen dann machen muss. Und ja, Schlafzimmer ist aufgeräumt, Wohnzimmer ist aufgeräumt. Ich bin gerade eben im Badezimmer, wo ich die Wäsche rausgeholt habe, nochmal ganz kurz übers Waschbecken gegangen. Und ja, morgen werde ich dann einfach nur noch durchwischen und saugen. Die Couch, die lasse ich einfach so. Ich habe mich entschieden, dass das nachher sowieso wieder so aussieht und ja, deswegen das nicht zu machen. Ich bin aber froh, dass die ganze Wäsche hinten jetzt weg ist. Ich muss aber auf jeden Fall nochmal schauen, dass ich so ein bisschen, ja, Klamotten aussortiere. Denn Jakobs Schublade platzt aus allen Nähten. Als ich eben hinten auf der Couch saß und die Unterwäsche zusammengelegt habe, die ich aus dem Trockner geholt habe, ist mir nämlich aufgefallen, als ich die dann in die Schubladen geräumt habe, dass Jakobs Schubladen aus allen Nähten platzt. Und ja, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Wir haben da ja extra diese Aufbewahrungsboxen, damit das ordentlicher aussieht. Aber ich versuche das, so gut es geht, eigentlich ja, ordentlich zu halten. Und er hat aber irgendwie so viel Kram da drin. Ich muss da echt nochmal durchgehen und vielleicht auch nochmal was aussortieren, was kaputt ist oder so. Schreibt mir gerne mal, ob ihr Lust hättet, dass ich das mit euch zusammen mache. Weil dann würde ich das nämlich auf jeden Fall filmen, wenn ich das mache. Wir haben jetzt 5:30. Das heißt, ich habe den ganzen Tag eigentlich ganz gut damit verbracht, hier aufzuräumen. Es sind ja auch manchmal einfach diese Kleinigkeiten zwischendurch, die einen aufhalten. Wenn man da irgendwas sieht, was man gerade wegmachen will oder da will man einen Fleck wegmachen und so. Und dann hat man plötzlich wieder eine halbe Stunde weniger. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Lasst mir auch gerne nochmal Feedback da, wie ihr solche Haushaltsvideos findet. Also so dieses Putzen, Aufräumen und ja, einfach, dass ich hier so ein bisschen Clean With Me Gedöns mache.
und ihr dann dabei zuschaut. Ich schaue mir sowas auch super gerne an. Ich habe zum Beispiel letztens auch das Video geschaut, wo Vanessa ihren Kühlschrank geputzt hat. Da ist mir aufgefallen, dass ich das auch schon ewig nicht mehr gemacht habe. Das sollte ich eventuell auch nochmal machen. Und wenn euch das gefällt, nehme ich euch bei allem, was ich dann die nächste Zeit jetzt noch so aufräume und putze und organisiere, auf jeden Fall mit. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich aus diesem Video und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!